Ja, Augenheilkunde wollte ich schon im Studium schon damit anfangen. Ich finde, es ist ein kleines Organ, aber eine unserer wichtigsten Sinnesorgane. Man kann bei der Augenheilkunde alles sehen. Das war mir sehr wichtig, dass man. Es gibt viele Bereiche, wo man dann innere Medizin, man erklärt den Patienten, aber man muss es mehr erklären, man kann es nicht fassbar machen und sehen. Hier bei der Augenheilkunde kann man wirklich alles sehen und alles darstellen und den Patienten wirklich fassbar erklären. Und das war mir auch für mich selber auch interessant und das hat mich da hingezogen. Es ist ein sauberes Fach und trotzdem ist es ein Fach, was auch sehr interdisziplinär ist, weil man auch verschiedene Systemerkrankungen können auch einen Einfluss auf den Augenbefund haben, wie Bluthochdruck, Diabetes, Rheuma und verschiedene Erkrankungen. Und somit kann man als Augenarzt auch viel bewirken. Warum wir uns dann auch im Laufe der Zeit für die Netzhauterkrankung entschieden haben, das ist ein spannendes Thema. Viele ältere Leute haben das Problem. Man kann damit viel bewirken, man kann mit Injektionstherapie auch viel bewirken, man kann die Patienten damit vor Erblindung retten. Und das hat uns gereizt und durch die Ausbildung, die wir hatten, sind wir dahin gekommen und das macht Spaß und deswegen machen wir das.